Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Mona Lisa und in diesem Video probieren wir zusammen die By Merve Kollektion von Essence aus. Wenn du da also Lust drauf hast, dann bleib dran. Bis gleich. Hallo meine Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Ja, falls du dich wunderst, warum hat denn die Easy eine Essence Kollektion, von der sie uns vorher nicht erzählt hat? Ich durfte nicht. Das ist tatsächlich die erste Essence-Kollektion, die ich nicht von meinem eigenen Geld gekauft habe, sondern die mir Purish zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, das Ganze gibt es auch bei Purish zu kaufen und ich denke ab heute, denn ab heute darf ich es zeigen. Vorher, ich wusste, dass diese Kollektion kommt, aber ich durfte sie nicht zeigen. Ja, meine Hände waren gebunden. Ich war so, ah, das ist so hübsch, ich will es herzeigen. Ja, tatsächlich hat man aber online eigentlich auch keine Bilder davon gesehen. Bis auf bei Perfume Dreams, die haben da irgendwie, also ich habe es dann gegoogelt, nachdem ich davon wusste, habe ich Essence X Merve gegoogelt und habe ein paar Bilder gefunden und ich habe ein Bild von dieser Palette gesehen. Oh, und ich war schockverliebt, ich war sofort verliebt, ich meine, du siehst schon, wie hübsch die von außen aussieht, ne? Ich zeige sie euch gleich, wir testen sowieso alles aus, ich zeige euch alles, okay? Aber ich möchte eigentlich mit, also es gibt noch zwei andere Produkte in der LE und ich möchte eigentlich mit dem Augenbrauen-Gel anfangen. Es ist ein Lamination-Style-Brow-Fixing-Gel, das heißt, das ist dafür da, um die Augenbrauen so richtig hinzulaminieren. Und ich weiß nicht, ob du das siehst, aber meine Augenbrauen sind schon laminiert. Und ich habe das vor ein paar Stunden jetzt schon drauf gemacht und ich will dir vor allem diese Augenbraue zeigen. Schau dir die an. Schau dir an, wie perfekt die ist. Sie ist perfekt, oder? Ich finde sie perfekt. Genau so will ich meine Augenbrauen. Und jetzt pass auf. Hallo Fokus. Hast du gesehen? Ich kann hier, die sind, die bleibt so. Okay, jetzt habe ich sie hinten zu heftig. Jetzt habe ich sie da hinten zu heftig zerstört. Aber so vom normalen Alltagsgebrauch, wenn du nicht gerade machst. Perfekt. Ah, jetzt habe ich sie tatsächlich zerstört, die schöne Augenbraue. Wir machen sie eh gleich nochmal neu, ist nicht so schlimm. Aber ich wollte dir die Augenbraue auch nochmal zeigen, weil guck dir das hier an. Siehst du das? Hier. Das bleibt auch so. Weil man muss mit dem Gel wirklich vorsichtig umgehen. Ich zeige dir, wie du es am besten machst. Aber hier habe ich auch einen Fehler gemacht und deswegen sind die hier zusammengeklebt und bleiben dann auch so. Das versuche ich jetzt mal wieder auszukämmen. Das Zeug wird wirklich sehr hart. Also wenn du es richtig machst, wie auf dieser Seite, fühlt man es eigentlich kaum. Aber hier habe ich zu viel genommen. So, deshalb mache ich das gerade kurz komplett ab. Wir fangen einfach bei Null an. Dann zeige ich dir, wie es richtig geht. Und dann probieren wir auch diese wunderschöne Lidschattenpalette aus. Und den Eyeshadow Primer, der auch zur Kollektion gehört. Bis gleich, Moment. So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich meine Augenbrauen gerade schön hingekämmt. Aber sie sind noch, sie sind ohne Produkt jetzt. Ja, ich hoffe, du kannst es sehen. Die sind wieder weich. Ich habe sie allerdings ein bisschen aufgefüllt, weil ich habe irgendwie wieder ganz neue Lücken. Ich würde empfehlen, das vor dem Gel zu machen. Man kann aber auch, wenn das Gel getrocknet ist, auch nochmal mit dem Augenbrauenstift rein. Das habe ich nämlich auch schon ausprobiert. So, dann schauen wir uns das nochmal an, ja? Das ist das Lamination Gel. Es ist komplett transparent und hat auch dieses hübsche Muster da drauf. Und das ist der Spuli hier. Wie so ein Drittel Mascara, Mascara-Bürstchen. So, ich würde nicht empfehlen, jetzt direkt damit in die Augenbrauen zu gehen, denn sonst werden die einfach nur verkleben und wie nass. So, theoretisch bei diesem Lamination-Style will man das eigentlich. Also man kann die sich dann auch wirklich so ans Gesicht kleben und dann sind die da wie so hinlaminiert. Das ist nicht so ganz meins, aber ich mache das so. Ich drücke mir hier quasi das überschüssige Produkt so auf den Handrücken, siehst jetzt nicht, weil es durchsichtig ist, aber es ist da. Und dann mit dem Rest von dem Bürstchen gehe ich hier entgegengesetzter Wuchsrichtung hier einmal durch und kämme sie mir dann dahin, wo sie hin sollen. So. Und da sollte man wirklich pingelig sein und die genau so machen, wie man sie haben will, denn die bleiben tatsächlich genau so.
Und genau, auf der anderen Seite mache ich das auch. Ich gehe nicht gar nicht nochmal, ich brauche nicht nochmal reingehen, da ist schon immer noch genug Produkt dran. Und hinkämmen. Ist vor allem bei meinen langen Augenbrauenhärchen hier gar nicht so einfach. So, und dann sehe ich immer im Nachhinein noch so, da hätte ich gern noch ein bisschen Augenbrauenstift. Kein Problem, kann man dann machen, wenn es getrocknet ist. So. Ja, hier ist schon, da ist schon am Antrocknen, sage ich mal. Aber so sieht das Ganze dann aus. So, ich bin hochzufrieden, vor allem weil sie jetzt einfach genau so bleiben. Wenn man zu viel von dem Produkt nimmt, dann ist das aber auch wieder so ein, dass wenn du es dann abschminkst, dass du dann wirklich so eine, wie so ein Kleber abziehen kannst. Wenn du wenig von dem Produkt nimmst, ist es perfekt. Es ist meiner Meinung nach ein super Dupe zu dem Benefit Brow Setter, heißt es so. Das habe ich auch und das benutze ich auch sehr gern. Und das ist für den Preis. Es ist genauso gut, wenn nicht sogar noch besser, wenn man es richtig dosiert. Das ist schwieriger in der Anwendung, meiner Meinung nach. Schwieriger in der Anwendung, aber ein super Produkt. Okay, dann kommen wir jetzt mal kurz zur Primer Base, also zur Super Coverage Eyeshadow Base. So, dieser Kollege hier, das ist ein Eyeshadow Primer. Und hier steht extra drauf, Perfect for Cut Crease Looks, also wenn man eine Cut Crease machen will. Vielleicht machen wir das auch, aber es ist auch ein guter Eyeshadow Primer und deshalb, Moment, ich zeige Ihnen erstmal kurz. So sieht das aus, ne? Es ist relativ hell und ich packe mir den direkt aufs Lid. Und zwar so, da jeweils ein, wie das aussieht, ein so ein Batzen hin und dann verblende ich den mit einem Pinsel. Ist das der richtige Pinsel? Den, einfach so einen kleineren, flacheren Pinsel. Es ist eigentlich nicht so wichtig, nur sauber sollte er sein. So. Und du siehst, es ist relativ hell, aber es ist jetzt auch nicht schneeweiß und auch nicht so super deckend. Also man kann das hier so ausblenden, ja. Hier in die Fältchen schön rein. So, und ich finde auch, dass der so einen Tacken nachdunkelt, aber dass der das Lid ganz gut grundiert. Also ich habe jetzt hier keine Lidadern oder irgendwas mehr, ne? Es ist halt wie so ein, wie eine Leinwand. Eine leere Leinwand, auf die wir gleich malen werden. Wie die Mona Lisa. Vielleicht male ich mir jetzt die Mona Lisa auf die Augen. Naja, wahrscheinlich nicht. So. Passt. Kann man sich natürlich auch unter die Augen ziehen, aber unter den Augen bin ich immer, da möchte ich mit Produkt immer so sparsam wie möglich sein, auch mit sowas. Und ja, genau. Also wie so ein extrem heller Concealer einfach, würde ich sagen. So, dann schauen wir uns jetzt dieses Schätzchen an. Und ist es nicht hübsch? Ich weiß leider bei den Produkten noch nicht, wie viel sie kosten. Keine Ahnung. Also ich schätze, dass die irgendwie zwischen 3 und 4 Euro liegen werden. Ja, irgendwie sowas. Und die hier zwischen 10 und 15 Euro würde ich schätzen, denn hier sind echt viele Farben drin. Also erstmal nochmal kurz zur Verpackung. Sie fühlt sich an wie eine Tafel Schokolade. 1 zu 1 wie eine Tafel. Du weißt das Gewicht ungefähr von einer Tafel Schokolade, die Größe, die Dicke, einfach wie sie sich anfühlt. So fühlt sich das an. Wie eine Tafel Schokolade, nur ohne dass du die Rillen durchfühlen kannst. ja, und die ist ganz interessant gemacht. Also hier hast du einen Spiegel drin und hier hast du die Farben drin. Oh, okay, schau sie dir mal schnell an. Oh, ist die nicht schön? Ich finde die so schön, die Color Story. Naja, jedenfalls. Kannst du die beiden hier, die sind magnetisch. Das heißt, du kannst dir das dann theoretisch so hinstellen. Ich glaube nicht, dass man sich so schminken kann. Einfach weil ich glaube, das rutscht dir weg, wenn du da dagegen drückst. Aber du könntest dir den Spiegel so hinstellen, was ich auch ganz nett finde für nach, wenn du mit den Augen fertig bist und dann den Rest schminkst oder so. Oder für vorher, wie auch immer. Ja, genau. Aber
Das ist die Color Story. Und als ich eben das Bild von der gesehen habe, war ich total in love. Das ist genau mein Ding. Sie hat Grüns und sie hat Nudes und ich liebe Grün mit Nudes. Das ist tatsächlich mein, ja, das ist so meine Lieblingsart, Farbe zu tragen. Nude mit so ein bisschen ein Pop of Color und eben gerne Grün. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie gesehen und war total verliebt. Dann habe ich sie geswatcht und habe gedacht, swatcht sich nicht gut, swatcht sich furchtbar die Palette. Dann habe ich sie ausprobiert und ohne Primer ist sie nicht so toll, meiner Meinung nach. Für Nude, reine Nude-Looks reicht sie völlig aus, aber mit dem grünen, mit den grünen Tönen, vor allem mit den matten Tönen, muss man einen Primer verwenden, wobei die Matten in der Palette echt richtig gut sind auf dem Auge. Beim Swatchen nicht. Aber ich werde sie dir jetzt mal swatchen und dann siehst du es. Moment. So, das ist die Palette einmal komplett geswatcht. Und ja, du siehst bei manchen, okay, über den Ton reden wir gleich noch. Ja, manche Matte sind sehr schwach auf der Brust, manche sind richtig gut. Das Schwarz ist top, also über das Schwarz kann man gar nichts sagen. Aber andere sind sehr hell, kaum sichtbar. Was hier vielleicht fleckig aussieht, keine Sorge, ist auf dem Auge nicht fleckig, zeige ich dir aber gleich. Aber der Ton hier, das ist in der Palette, der da, hier, das ist ein Rosa, kann man das sehen? Und der hat so kleine Glitzerpartikel in einem richtig schönen Pink. Also optisch ist der so, so schön, aber auf dem Auge funktioniert das meiner Meinung nach gar nicht. Also bei mir leider nicht. So schade. Der sieht richtig hübsch aus. Richtig hübsch. Aber das ist einfach nur ein matter Rosaton. Fertig. Naja, aber wie gesagt, diese Grünen, die können was. Die können was. Aber ich bin auch der Meinung, man braucht tatsächlich den Primer dafür. Denn sonst sind sie ein bisschen zu pudrig und nicht so. Nicht so leuchtend, nicht so leuchtend. Ich zeige dir, was ich meine. Ich zeige dir, was ich meine, indem ich einen Look schminke. Ganz einfach. Also, ich fange an mit diesem Ton hier und ich werde zwei Looks schminken. Ich schminke hier einen so einen und einen anderen, aber ich sehe gerade, ich muss den Primer noch mal ein bisschen hinzuppeln. Ach, ich mache das einfach mit dem Finger aus Holz. So. Genau. Und ich gehe mit so einem fester gebundenen Pinsel, der ist auch von Essence, direkt in dieses dunkle Grün hier. Das ist eigentlich, das ist so ein Grün-Blau, so ein, ich weiß gar nicht, ein sehr dunkles Petrol. Und ich tupfe mir den hier mal so ungefähr hin, wie ich nachher die Form haben will. So. So. Und ja, ich finde die Farbe mega schön, aber sie braucht den Primer. Die sieht auch, wenn du sie hintupfst, so aus ohne Primer, nur verblendet sich die dann nicht ins Nichts. Genau, dann gehe ich in, ach, weißt du was, das mache ich auch noch mit diesem Pinsel hier, in dieses super schöne, das ist auch ein Petrol, aber so richtig schön leuchtend. Oh, Fallout haben die aber wie Sau. Und pack mir das hier erstmal so ein bisschen hin, aufs Augenlid. So. Und dann packe ich mir den noch hier drauf, weil ich das eben so ausblenden will. So. Und dann nehme ich einen sauberen Pinsel und gehe in dieses helle Grün. Und damit blende ich das jetzt aus. Mehr. So. Und überhaupt blende ich jetzt hier mal. So, ein bisschen in das Dunkle. Ich habe hier irgendwie so eine komische Lücke. So. Das liegt aber an meiner Augenform. Ich will noch mehr von diesem Grün, deswegen
packe ich mir das hier noch mal ein bisschen mehr hin, ein bisschen weiter. So. Und blende das aus. So, das ist eigentlich schon fertig so. Hier unterm Auge werde ich nachher quasi sauber machen. Das muss immer sein. Aber ich gehe jetzt hier auch noch mal in dieses Grün und die haben auch ein bisschen Kickback. Siehst du das gebröselt? Ein bisschen Kickback. Und pack mir das hier drunter. So. Und dann gehe ich noch in, ah, pass auf, ich gehe in Schwarz. Das ist wirklich ein sehr gutes Schwarz. Und mache mir hier noch so eine Art rauchigen Eyeliner, beziehungsweise so ein, ich zeichne mir an, wo ich mir nachher noch einen Eyeliner ziehe. Irgendwie ist mein Augenwinkel, mein Äußeres so ein bisschen wässrig heute, ich weiß auch nicht. Jetzt ist die Frage, machen wir hier eine Cut Crease? Wir können es mal ausprobieren. Wir können es mal ausprobieren. Ich glaube gar nicht, dass ich eine bräuchte sozusagen, aber wir machen ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen, ne? So ein bisschen abtupfen. Ich will echt nicht so viel. Ich will das nur hier vorne. Das ist eigentlich jetzt quasi. Ah, jetzt habe ich es in den Wimpern, das ist auch gut. Nur so ein bisschen, damit der darauf folgende Eyeshadow noch ein bisschen eine hellere Basis hat. Und da gehe ich in diesen Sprenkelton. Das ist so ein Sprenkelgold und das mache ich mit dem Finger. Und pack mir den hier einfach so drauf. Und ich glaube, du siehst, wie deckend der ist. Vor allem eben mit so einem Primer drunter. Gar kein Problem. Der ist aber auch so ziemlich gut, der Ton. So. Und hier versuche ich den eben so. Pass auf. Dann nehme ich dieses Gold. Das ist tatsächlich ein Topper. Das ist gar kein so richtig deckender Ton. Deswegen gehe ich damit hier über den Rand, weil ich das dann in das Grün so reinlaufen lassen kann. So. Und dann verblende ich das hier nochmal so vorsichtig. So. Ah, da war es zu viel. Wie gesagt, mein Augenlid ist hier irgendwie heute so ein bisschen feucht. Warum? Sind es meine Tränen? Keine Ahnung, was da los ist. Ich gehe dann nochmal in Schwarz. Wie gesagt, dann machen wir nachher Eyeliner drüber, dann sieht man das nicht mehr. Das wollte ich eigentlich so nicht, aber gut. Ich gehe noch ein bisschen in diesen Ton hier. Nur so ganz leicht und mache mir den hier auch noch so einen Übergang. Nee, lasse ich. Ich lasse es bleiben. Muss gar nicht sein. Muss gar nicht sein. Aber wir gehen in den Ton hier. Das ist eine gute Idee. Das ist eine viel bessere Idee. Und den tippe ich mir hier auf den Übergang. Ja. Oh, der ist schön. This is pretty. So. Und jetzt noch mal ein bisschen verblenden. Ja, super. Okay, dann nehme ich noch mal so einen, also beziehungsweise nehme ich so einen kleinen Pinsel, einfach so einen kleinen und gehe in dieses kühle, na, was ist das? Das ist so ein ganz, ganz helles Pistaziengrün. Das ist super hell. Ein Pistazienweiß quasi. Und das packe ich mir in den inneren Augenwinkel. So, und vielleicht sogar noch da hoch. Warte mal. Kann man sich sogar hier unter die Augenbraue noch packen? Ja, also dieser Verlauf finde ich ist mega schön geworden. Mega schön. So. Allerdings habe ich auch den Fallout des Todes gerade. Also was heißt des Todes? Aber schon ganz schön viel. Ich denke, du siehst das hier. Siehst du das hier? Das muss man sauber machen. Gar keine Frage. Allerdings sind es auch sehr viele recht flockige Texturen so übereinander. Es ist jetzt kein Wunder, dass man Fallout hat. Deshalb, ich mache jetzt auf der anderen Seite was
was anderes, einen anderen Look. Der mir aber auch mega gut gefällt, mir nicht sogar besser als das. Und ich finde das schon echt schön. Das ist schon echt schön, aber es ist sehr spektakulär. Ich mache etwas alltagstauglicheres, sage ich mal. Und zwar gehe ich dafür in dieses Braun hier, dieses Standard Transition Brown. Ah, warte. Primer wieder kurz hinzubbeln. Mit meinen offensichtlich nicht sehr sauberen Fingern. Jetzt habe ich doch so einen grünen Schimmer. Ups. Genau, ich mache hier erstmal Braun drüber. Das kriegen wir schon weg hier, diesen komischen Schimmer. So. Und dann gehe ich mit dem gleichen Pinsel in das dunkle Braun und tupfe mir das hier so in den äußeren Augenwinkel. Genau. Und ich habe gerade die überschüssigen am Pinsel weggemacht und verblende mir das. So. So, ich nehme das noch ein bisschen mit nach unten. So, denn so Nude-Looks, so einfache Alltags-Nude-Looks kannst du mit der Palette auf jeden Fall auch schminken. Ganz einfach. Ich nehme noch ein ganz kleines bisschen von dem Braun. Hier ist mein Augenwinkel auch so ein bisschen wässrig. Komisch. Genau, und jetzt gehe ich in dieses Braun, dieses Schimmerbraun. Und den packe ich mir hier außen hin. Und der ist auch sehr, sehr foliert, ja, und fast eben flockig. Das muss man mögen. Den könnte man auch mal ansprühen. Ich glaube, wenn man den ansprüht, ist der auch geil. Moment. Ich nehme ein wenig auf meinen Finger mit meinem neuen Supertrick. Ja, das macht gar nicht so einen großen Unterschied bei dem. Ja, ein bisschen. Aber dann hält er wahrscheinlich länger. So, und dann machen wir hier quasi genau andersrum. Jetzt gehe ich nämlich in dieses flakige Grün. Und ich sag's euch, diese Farbe, ah, oh, so schön. Warte, den sprühe ich auch an. So. Und den packe ich mir hier vorne hin. Und das ist so ein schöner Herbstlook. Diese Kombination aus diesem Braun mit diesem Grün. Oh. Und voll, ich finde, das ist so richtig alltagstauglich. Das ist überhaupt kein, ich muss mir vorher Mut antrinken Look. Sondern so würde ich sofort rausgehen. So. Genau. Und um die beiden zu verbinden, gehe ich jetzt nochmal in dieses Gelbgold, sage ich mal. Und packe mir das hier so auf die Mitte, genau. So, und nur so ein bisschen drauf tupfen und die schön miteinander quasi einkneten. Nein, aber ich nehme an, ihr seht es, die sind wirklich sehr flockig eben und deswegen muss man da ein bisschen aufpassen, aber es gibt so eine ganz coole Struktur. So, wenn ich es auf der anderen Seite gemacht habe, mache ich es auf dieser Seite auch und mache mir so ein mit Braun, so eine Art Eyeliner, so eine dunklere, rauchigere Umrandung. Und da werde ich noch einen Eyeliner dazu machen, auf jeden Fall. Aber auch auf der Seite hatte ich brutal Fallout. Ich packe mir ein bisschen von dem Dunkelbraun auch unter das Auge dahinter. So. Und weil ich das immer wieder gefragt werde, wie ich sowas sauber mache, zeige ich es euch jetzt mal. Ich nehme ein Kosmetiktuch und wirklich mit Druck, du siehst, ich spanne meine Haut, aber damit ziehe ich halt so nach hinten, gerne um so eine Kante zu erzeugen, auch so mit meinem Fingernagel, mache ich sauber. Jetzt ist scharfe Kante, so ganz einfach. Kein großes Hexenwerk. Genau. So. Fertig. Und jetzt gehe ich natürlich mit Concealer drunter, ne? Also, um das dann
wirklich so, dass es nicht, dass es halt so eine Kante ist, ne? Und dann kann man da noch mal ein bisschen drüber blenden. Was ich noch machen werde, ist, Moment, nur so ein bisschen, nur just for fun, gehe ich in dieses Grün, bip, 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 ganz kleines bisschen, und packe mir das hier noch dazu. Ich glaube, das gibt einen coolen Akzent. Ja. Ich weiß nicht, ob du das siehst, aber das hat es gerade vollgebracht. Okay. Ich mache meinen Look fertig und dann sehen wir uns zum Fazit. Bis gleich. So, da bin ich wieder mit meinem fertigen Look. Ich komme wie immer ein wenig näher. So, mein super Zoom. ja, du siehst dieses sehr dramatische petrol-blau-goldene Auge und dieses ein bisschen schüchternere Herbstlaub-Auge, nenne ich es jetzt mal. Und ich muss sagen, dass mir beide Looks mega, mega gut gefallen. Ich liebe beide. Oder? aber ich gebe dir jetzt mein Fazit zu den Produkten. Und zwar fangen wir an mit dem Brow Lamination Gel. Das finde ich richtig, richtig gut, aber es gibt eine Lernkurve, beziehungsweise man muss einfach darauf achten, dass man nicht zu viel Produkt benutzt, tatsächlich sogar richtig wenig, weil richtig wenig reicht locker, das ist perfekt, das ist perfekt. Ich bin super happy damit, aber da kommt zu viel raus. Das Produkt an sich, die Verpackung finde ich wunderschön, bei allen Produkten. Ne? Also dieses Muster, Merve, sehr, sehr schön, super toll. Den Primer, da habe ich überhaupt nichts dran auszusetzen. Den finde ich super, funktioniert super. Er lässt die Farben leuchten. Ich denke allerdings, jetzt kommt Teil 3, dass das zum Teil, nicht bei allen, aber zum Teil quasi auch notwendig ist bei der Palette. Vor allem bei diesen Grüntönen. Wenn du möchtest, dass die so richtig leuchten und eben diese Tiefe haben, dann brauchst du den Primer. Denn sonst sind die, dafür sind sie sonst zu pudrig und werden sich wegblenden. Das ist auch ein kleiner Kritikpunkt, den ich an der Palette habe. Die hat so einen grünen Fallout-Staub, wenn du nicht vorsichtig bist. Und ja, den musst du auf jeden Fall unterm Auge wegmachen, sonst hast du hier, bist du hier grün. Meiner Meinung nach, die Palette. Diese Hälfte ist absolut alltagstauglich und auch Anfänger geeignet. Dieser kleine Teil ist nicht so anfängerfreundlich. Also ich glaube, hier, da musst du mehr Arbeit reinstecken, beziehungsweise ja, die sind einfach nicht so einfach, weil die Farben einfach knalliger sind und da musst du aufpassen. Aber wenn du dir die Zeit nimmst, sag ich mal so, kriegst du da super schöne Looks raus. Ich meine, ah, die Color Story ist ein Traum, also mein Traum, mein persönlicher Traum vor allem. Aber ich finde sie nicht super einfach in der Anwendung. Für so Nude-Looks, ja, kein Problem, geht klar. Bis auf der da, ja, der funktioniert nicht. Der funktioniert einfach nur als mattes Rosa. Aber ja, ich bin super begeistert. Ich bin super begeistert, aber ich würde sie mir nicht schnappen, wenn ich in der Früh mal schnell einen netten, ich weiß auch nicht, was Einfaches schminken wollen würde. Gut, ja doch, das würde mit der funktionieren. Aber das ist für mich ist das eine Palette, mit der man sowas macht. Und da musst du ein bisschen Zeit reinstecken, aber es lohnt sich. So, wenn du ein Verpackungsopfer bist, dann glaube ich, brauchst du sie sowieso. Denn sie ist freaking wunderschön. ja, du kannst dafür gerne meinen Code benutzen. Misolde, Werbung hier einfügen. Nein, aber genau, wenn du sie dir holen willst oder wenn du dir diese Produkte holen willst oder irgendwas anderes bei Purish, gibt es diese jetzt auch. Und zwar kriegst du mit meinem Code Misolde 15% Rabatt. Allerdings kriege ich dann auch eine Provision. Also, wenn du das nicht willst, dann lass das einfach. genau, ja. Aber das ist die Kollektion. Ich finde, die ist richtig schön geworden. Ich finde, es ist eine interessante Kollektion auch, weil sie ist wirklich so beschränkt auf diesen Bereich. Finde ich spannend. Ich liebe die, ich liebe die Lidschattenpalette. Ich liebe die Farben da drin, die sind einfach der Wahnsinn. Ich meine, ich muss mich auch gerade die ganze Zeit wieder diesen Monitor anschauen. ja, leider nicht ganz einfach damit zu arbeiten. Aber wenn du es dir zutraust,
Jemand versaut mir beim Rasenmähen mein Fazit. Genau, wenn du es dir zutraust, kann ich sie dir empfehlen. Sie ist echt super schön. So, ja, dann hoffe ich, mein Video hat dir mal wieder gefallen. Ich hoffe, meine Looks gefallen dir, nur so halb so gut wie mir, denn ich bin so schön. Ja, und dann hoffe ich, du lässt mir einen Daumen da und vielleicht ein Abo und einen Kommentar sowieso, weil da freue ich mich eigentlich am meisten drauf. Aber mir ist gerade noch im Kopf so rumgeschwirrt, dass dieses Video wird Montag, 25. Oktober online gehen, aber ich weiß gar nicht, wie viel Uhr genau, weil normalerweise mache ich meine Videos ja immer sehr früh und ich will es aber nicht posten, bevor Essence das nicht selbst gezeigt hat. Deshalb ist es jetzt vielleicht später als gewohnt. Was sagst du dazu? Na gut, also meine Lieben, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald. Ciao.